Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Wir sind hier jetzt in einem riesigen Raum. Hier riesige Halle, voll mit Geld, gehe ich mal von aus, die ich nicht einsammeln kann, leider. Und hier vermute ich, wird so eine Art Arena-Kampf sein. Gegen einige der Roboter. Das sieht für mich schon sehr stark danach aus. So. Ich will hier aber erstmal gucken, ob ich noch mehr looten kann. Hier zum Beispiel. Warum schleppst du all diesen Schrott mit? Weil ich das brauche, Sarah. Hör auf, dich zu beschweren, ja? So, der kommt dahin. Und das dann hierhin, würde ich sagen. So, dann das passt da rein und... Wo passt der rein? Der würde hier reinpassen. Okay, dann muss ich den dahin setzen. So, Mikrosekundenregler. Muss ich erstmal lesen können. Ah, da. Eine Ahnung, wie viel Geld in diesem Raum herumliegt? Nein, habe ich leider keine Ahnung. Hier ist aber noch irgendwo irgendwas, was mich angreifen könnte, oder? Ah, okay. So. Oh, nachladen einmal. Und nutzen wir mal den Trauma-Pack. Was haben wir hier? Da vorne sehe ich auf jeden Fall schon mal Loot. Ich finde es schade, dass ich die nicht looten kann. Noch mehr knacken. Wie viel muss ich denn knacken? Apropos knacken. Damit wir auch mit Dingens hier mal vorankommen. Wir haben das ja schon. Jetzt kannst du Schlösser des Levels zum Meister hacken und 4 automatische Versuche für später aufproben. Nice. Dann sind wir da jetzt schon mal ein bisschen besser. Sorry für den Huster. So, ich glaube, der ist hier keine gute Idee. Aber der hier. Und dann das hier hin. Ja. So. Und beide passen hier noch rein. Coachman. Da vorne ist auch nochmal Loot. Sternvagabund. Egal, nehme ich mit. Ich muss das ja nicht anziehen. Kann ich aber verkaufen. So, gleich verliere ich wieder Sauerstoff. Hier sind noch mehr Räume. Alter, das ruckelt aber auch sehr extrem. Ich greife alle Systeme versagen. So, dahin kommen noch mehr. So, Roboterhund. Wieso war er so? Nimm keinen Schrott mit. Ja, ich nehme doch keinen Schrott mit, das brauchen wir alles. Reparatur nicht möglich.
Okay, wo sind noch mehr? Okay, irgendwo da hinten, wo ich nicht dran komme. Alter, die FPS ist am Arsch. Ich greife ein feindlicher nicht. Alter, der hat mich jetzt erschrocken, dass er von hinten kommt. Ich mag die Waffe, leider habe ich kaum noch Muni dafür. So, komm, ich will den anderen looten. Okay, dann halt nicht. Jetzt muss ich aber langsam wieder auf den hier wechseln. Die Räume können wir wieder nicht aufmachen. Dabei ist aber drinne. Mann, ich... Einmal jeden Bereich hier absuchen. Jeden Gang. Bevor wir hier die ersten Treppen nach oben gehen. Hier sehe ich nichts. Hier sehe ich aber ein bisschen was. Okay, dann gehen wir jetzt mal die Treppen hoch. Wir fangen mit denen an. Ich finde das aber heftig. Okay, hier haben wir nichts. Wie sieht es da hinten aus? Boah, die FPS sind aber wirklich am Arsch gerade. Tut mir leid dafür. Aber das liegt am Spiel und nicht jetzt an mir oder so. So, hier gibt's sonst auch nichts mehr. Boah, diese Geräusche, die machen einen Angst. Hier hat sich wieder eingefangen. Hier geht's auch nochmal nach oben. Hier noch was? Da ist auf jeden Fall ein Koffer und Muni. Um Himmels Willen. Nein, Sarah. Ich nehme das alles mit, ja? So, der würde hier passen. Ja, der war keine gute Idee. Hier vielleicht? Ja. Okay. So. Ich gucke mal. Der könnte hier passen, oder? Wenn er hier ist. Und dann der da unten. Ja. Endlich was von dem Kram weg. Sarah meckert mir zu viel. Aktuell. Nur weil ich ein bisschen überladen bin? Sie versteht nicht, wie notwendig das ist. Vielleicht brauchen wir das irgendwann. Komm, wir gehen erst in die Richtung. So, hier rechts ist eine Tür. Da will ich rein. Wo führt das denn hin? Ach so. Wie kommt es, dass ich diese Treppe übersehen habe? Alles mitnehmen. Okay, jetzt noch schnell nach da hinten. Ui, hier liegt noch was. So, was mit dem? Den können wir auch noch mitnehmen. Keine Ahnung, wofür wir das alles brauchen werden, aber wir nehmen es trotzdem einfach mit. Platz im Inventar haben wir ja dafür genug. Ist nur die Frage, wo werden wir das alles verkaufen können?
Und wir werden das alles verkaufen müssen, irgendwo. Da müssen wir rein, dann gehen wir... Da ist nichts. Hier ist auch kein Raum. Okay, also da rein. Sarah, mir nach. Und es geht noch weiter. Alter Schwede. Was Nützliches gefunden? Ja. Danke, dass du fragst. Ja, und jetzt? Ah, okay. Ich dachte, Zigarettenpackung, nice. Schüssel, Tasse. So. Den wollen wir auch noch knacken. Der passt hier nirgendwo rein. Der passt auch nirgendwo rein, der auch nicht. Okay, das heißt, wir müssen den hier nutzen. Und den hier. So, der passt nirgendwo, aber der würde hier reinpassen. Und der hier rein. Was war das denn jetzt gerade? So, da haben wir auch nochmal Dichtmittel, perfekt. Und noch einen Rucksack und Kühlmittel. Also wir haben jetzt ordentlich was eingesammelt an Ressourcen, sage ich jetzt mal. Ich glaube, wir müssen da lang. Hier hinter ist nichts. Nichts versteckt und weiter hoch. Sie musste springen, okay. Müllsäcke. Von da hinten kam er wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Ich finde es krass, was hier eigentlich alles an Loot rumliegt. Wer ist das? Kann das... Hauptgültiger, ist das Jasper Creeks? War er so kurz vor dem Ziel und saß dann fest wie die Crew der Legacy? Das ist Jasper Creeks? Leerer Essensbehälter. Die nehme ich auf jeden Fall alle mit. Crewaufzeichnung gestartet. Okay, mal sehen. Wieder ein Tag vorbei. Dann sind wir jetzt bei... 6 Wochen. Keine Ahnung. Die Rationen von meinem Schiff sind alle weg. Meine Uhr tickt ab jetzt also. Und Isa gewinnt. Dieses gerissene Luder. Ich habe es echt nicht kommen sehen. Ich meine, Respekt. Ich war so dumm, ihr die Chance zu bieten. Jetzt ruht die Fleet auf ihren Schultern. Ich hoffe nur, sie fährt den schönen Karren nicht komplett an die Wand. Fußstapfen und bringt diese schöne fette
Beute zur Crimson Fleet. Falls jemand diese Nachricht findet, sagt Isa, dass ich ihr keine Vorwürfe mache. Und sagt ihr vor allem, sie soll die Fleet stark halten. Crewaufzeichnung beendet. Okay, hier haben wir noch einen Datenslate, den würde ich auch nochmal anhören wollen. Kein Zurück. Wenn du überladen bist, solltest du anhalten. Halt die Klappe, Sarah! Legacy, bitte komm. Hier spricht Isa Melont. Hallo, Legacy? Ach du Scheiße. Isa? Bist du da? Isa? Ich bin hier. Ja, ich höre dich. Jasper Cricks. Du lebst noch? Tja, du warst schon immer ein sehr Mistkerl. Ja, ich lebe noch. Enttäuscht. Ein Monat, ehrlich? Du lässt mich einen Monat lang hier Panik schieben? Eine Woche war abgemacht. Moment. Ich glaube, weil ich von außerhalb des EM-Felds übertrage, wird mein Signal gestört. Das klang gerade so, als hätte Jasper Cricks der Große zugegeben, dass er Panik hat. Ja, ja, schon gut. Sparen wir uns den Mist und du rettest mich, okay? Komm schon, hier müssen Millionen von Credits liegen. Wir sind reich. Weißt du was? Ich glaube, ich passe. Weißt du noch, dass du mich zum kommissarischen Chef der Fleet gemacht hast, als du gegangen bist? Tja, da war mir klar, ich will den Job dauerhaft. Ich musste nur deine Schildpläne ein wenig abändern. Hauptsächlich die Fußnoten. Achso, warte. In denen der Cheftechniker erwähnt, ich habe sogar dass das Techniker System dafür bezahlt ist, das Stromsystem auf deinem Schiff zu manipulieren. Aber sieh dich an. Überrascht mich, dass die Schilde lang genug gehalten haben, dass du durch den Sturm kommst. Was zur Hölle? Das kannst du mir nicht antun. Ich leite die Fleet. Was fällt dir ein? Bla bla bla. Ich hab mich doch klar ausgedrückt. Ich leite sie. Du bist tot. Nur erzähle ich das niemandem. Sondern, dass du mit der Beute im Gepäck in den Sonnenuntergang geritten bist. Wunderbar romantisch. Die Fleet wird es lieben. Und die Credits sind dir egal? Geht es denn nicht um die Credits? Die Fleet ist eine Familie. Schon vergessen? Wir müssen uns doch aufeinander verlassen können. Du Idiot. Kapierst du's nicht? Von der Legacy gibt es keine Rückfahrkarte. Die Technologie für deinen dämlichen Beutezug existiert einfach nicht. Und spar dir das Fleet-Motto. Ich habe mir den Bullshit jahrelang angehört, während du mich bei jedem Deal übergangen hast. Das nennst du Familie? Weißt du was? Ich bin froh, dass du noch lebst. Da kann ich Lebewohl sagen. Also, Lebewohl? So, fertig. Das war's. Isa? Isa! Bist du noch da? Antworte! Crewaufzeichnung beendet. Jo, okay, den will ich jetzt auch noch. Crewaufzeichnung gestartet. Verdammte Scheiße! Nichts, komplette Zeitverschwendung. Ich habe alles versucht, was mir eingefallen ist und bin so weit wie zuvor. Und ich dachte, ich wäre ach so clever. Hätte den perfekten Plan. Erstens, mein Schiff reparieren und den Schildprototypen hochfahren. Zweitens, den Strom vom Crab Tank Array zurück ins System umleiten, um die Credits abzuschöpfen. Und drittens, schnell zurück zu meinem Schiff, bevor das EM-Feld die Legacy zerreißt. Drei leichte Schritte. Nur stecke ich schon bei Schritt 1 fest. Alle meine Schiffssysteme sind tot und auf diesem Schiff gibt es nichts, was mir hilft. Unglaublich, dass ich extra hier fliege und dann genauso festsitze wie die arme Crew dieses Schiffs. Oh. Wobei, Moment mal. Isa findet eine Lösung. Ich habe ihr ja extra gesagt, wohin ich fliege. Sie ist klug. Wenn ich die gehen wieder an. Weiß sie, dass etwas nicht stimmt. Wir wollten die Beute ja teilen. Ich muss einfach nur hier warten, bis ihr irgendwann klar wird, dass was faul ist. Dann kommt sie mich garantiert suchen. Bis dahin sollte ich anfangen, mein Essen zu rationieren. Ich warte wohl eine Weile. Crewaufzeichnung beendet. So, okay.
Lade die Credit-Einlagen der Legacy herunter. Beginn des Zahlungstransfers. Bitte warten. Alter. Alter, was? Alles fängt auf einmal an zu leuchten. Musst du wirklich all diese Sachen mit dir rumschleppen? Hallo, die muss ich mit mir rumschleppen? Der Strom ist ausgefallen. Wir müssen hier schleunigst weg. Ich sehe gar nichts. Alter, wieso ruckelt das jetzt so? Die Frames sind richtig am Arsch. Entkomme der Legacy. Ah, jetzt. Jetzt hat sie eingefangen. Okay, Sarah, schnell. Hinterher. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass das jetzt so heftig sein wird. Aber wir kommen hier schon irgendwie raus. Alter, was? Hier ist auf jeden Fall irgendwas, was mich noch angreifen will. Natürlich kommen die jetzt. Warte mal. Nutzen wir den hier mal. So, nochmal nachladen. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Au. Hier unten sind... ach so. Überall Giftgas. So. Das war einer der beiden Wege. Okay. Alter, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Autsch. Hoppala. Alter, wenn ich hier was sehen könnte, wirklich. So, den können wir jetzt aber knacken. Meister. Vier Dinger, okay. So, schauen wir mal. So, einen Moment. Was machen wir? Wie machen wir das? Der passt hier. Wenn ich den hier packe, wir haben da 1, 2, 3, 4, einer. Nutzen wir den mal hier. So. Den können wir hier hinsetzen. Und dann können wir den da hinpacken. So, der passt hier rein. Dann kann der hier runter. Ah, und der passt hier. Dann haben wir noch einen Einer. Dann haben wir da geknackt. So,
Alter, nochmal 2000 Credits. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch mit. So, wo lang? Da lang. Ah, nein. Komm. Hör auf zu explodieren. Ich muss hier durch. Autsch. Jo, der fliegt jetzt erstmal. Alter. Komm. Geh kaputt, geh kaputt. So. Komm. Der nächste. Irgendwo ist noch einer. Da. 36, was? Wie soll ich den da bekämpfen? Komm. Ja. 65 Erfahrungspunkte, immerhin. So. Alter. Ich bin am Arsch. Hab ich etwas, was gegen diese Radioaktivität hilft? Hier, irgendwas. Status. Lungenschaden. Schussregeneration. Bevorstehendes Wetter. Habe ich irgendwas, was dagegen hilft? An Hilfsmittel. So. Allheilmittel. Lungenschaden geheilt. Okay, das hilft nicht wirklich. Einmal kurz hier warten, bis meine Ausdauer wieder geheilt ist. Hier bin ich aber auch noch in Sicherheit. So. Einen Moment. Jetzt. Ah, hier muss ich rüberspringen oder was? Komm. Ja, geschafft. Den Sprung habe ich überstanden. Und drum hätte ich das nicht überschafft. Ich muss hier durch. Okay, hier geht's auch hinüber. Warte, aber wir sind schon fast am Ende. Wir haben es gleich geschafft, wir haben es gleich geschafft, wir haben es gleich geschafft. Komm. Wo ist der Weg? Kein direkter Weg, was? Doch, hier. Sarah, du bist im Weg. Was? Hier liegt noch ein Credstick. All dieser Schrott fällt dir nur zur Last. So. Wenn ich wüsste, wohin. Ich speichere vielleicht einmal kurz hier. Für den Fall. Ah, okay. Da haben wir's. Einsteigen. Ah, geschafft. Boah. Das war jetzt Panik. Boah.
So. Da gehe ich mal nicht hoch. Jetzt erstmal wieder ganz normal runter. Und den hier nutzen. Alter, die FPS sind jetzt erstmal wirklich am Arsch. Nee, warte, hier war es falsch. Alter, die FPS müssen sich wieder einfangen. Was ist los gerade? Entschuldige bitte. Ich war abwesend. Ja, Captain. Nee, ich wollte nichts von dir. Ich wollte nach oben. Die FPS sind aber richtig am Arsch. So, ich laufe mal ein bisschen langsamer. Vielleicht fängt sich das wieder ein. So, hi Sarah. Einmal aus dem Weg, bitte. Ich muss hier vorbei. Ich muss hier vorbei, Sarah. So. Okay, niemand hier. Ich hoffe, die FPS fangen sich jetzt gleich wieder ein. Die Wahl des Sprungziels entscheidet über deine endgültige Zugehörigkeit zur UC System oder zur Crimson Fleet. Okay, bringe Kriegs Vermächtnis zur UC Vigilance oder bringe Kriegs Vermächtnis zum Schlüssel. So, okay. Ich habe aber auch ordentlich Schaden hier bekommen gerade. Ich sehe nichts. Ob sie mal bitte Sarah morgen um Rat. Ich muss jetzt erstmal hier aus diesem Gebiet raus. Ich kann nicht mal reparieren. Aber okay, wir bitten Sarah um Rat. Was hat sie zu sagen, zu melden, Sarah? Wenn es okay ist, würde ich gerne möglichst bald mit Admiral Logan reden. Wo soll ich Kriegs Vermächtnis hinbringen? Musst du das wirklich fragen? Du hast Commander Ikonday dein Wort gegeben, Kriegs Vermächtnis zur Vigilance zu bringen, um der Crimson Fleet ein Ende zu setzen. Wenn du die Constellation und mich fragst, ist dein Wort am wertvollsten. Viel wertvoller als jeder Datenkern. Du solltest dich also fragen, ob diese Credits deine Seele wert sind. Ich habe jetzt gedacht gehabt, so, dass es nur ein Besprechen sein wird. Statt hier, dass sie mir Vorwürfe macht dafür. So, okay, warte. Das ist Kriegs. Und das ist Sagan. Und was haben wir da? Ui, Sagan ist Dings, oder? Wenn wir jetzt hier nochmal gucken. So. So, Sagan wäre... Okay, Sagan. So, Mission, komm bitte, schaff das, überlebst. Ich hoffe, wir bleiben auf dem Schiff. Ich hoffe, wir bleiben auf dem Schiff und müssen nicht den ganzen Weg von vorne machen. Okay. Nee, so, das erstmal weg. Wo ist denn der Weg hier lang? Aber dann brauchen wir Sarah nicht nochmal zu fragen, würde ich sagen. Sondern fliegen direkt los nach Sagan. Direkt mit einem Warp-Antrieb. Ja, das haben wir kapiert. Direkt los.
So. Nach Sagan. Und los, Grafsprung bereit. Komm, bitte, los. Los, beeil dich. Wir haben nicht mehr viel Schild. Das war aber eine heftige Mission, muss ich sagen. Wir stecken in keinem Planeten. Also hat es geklappt. Ach nö. Verdammt, sie halten sich nicht zurück. Schalten sie aus. Oh, aber guck mal, wie stark wir sind. Ohne Grabenantrieb setzen sie fest. Ihr Sprungantrieb ist getroffen. Nehmen wir mit. So. Ich hoffe, die haben Teile zum Reparieren. Ich muss mein Schiff wieder heile kriegen. Das ging aber schnell mit denen. Geh an Bord der Vigilance. Ja, mache ich gleich. So, erstmal hoffen, dass ich Reparaturteile für Schiff bekomme. Tantalum. So, da haben wir den nächsten auch. Um die 1,5 Kilometer. Boah, bitte hab Schiffsteile. Ich brauche Schiffsteile. Komm, ja. Schiffsteile, nice. So, dann haben wir da nochmal. Wie nah ist das? Das ist näher. Aber das war jetzt eigentlich eine der geilsten Questreihen bisher. So, ich glaube, ich mache hier ein bisschen weg. Und alles hier reinballern. Nice, nochmal ein bisschen reparieren. Da unten. Da ist der nächste. So, dann haben wir das jetzt. Unser Schiff ist endlich wieder heile. So, nein. Da müssen wir hin. Danke für die Hilfe mit den Fleetschiffen. In Dockingschleuse 1 ist ein Platz für dein Schiff frei. Commander Ikande ist ordentlich im Operationszentrum. Alles klar. Andocken abgeschlossen. So. Einsteigen. Mal gucken. Nein, meine Gesundheit ist noch nicht wieder voll. Nur vom Schiff ist das jetzt wieder voll. Ne? Das war vorm Laden. Dir probiert das einmal. An. Die Yusin. Die Crimson Fleet nicht auf die leichte Schulter. Ich hab's vermissen. Ich hab den Feind im Visier und war einfach zu langsam. Mach dir deswegen keinen Stress. Das sagen alle. Dass jetzt die letzte große Schlacht kommt. Ja, jetzt aus dem Weg. Du kriegst noch eine Chance. Die Wenn der Kommissar Alex Fong Fehler teilt, wird er später sich wünschen, er hätte sich ergeben. Die Legacy ist gesichert. Jetzt müssen wir nur noch die Fliege liegen. Okay. Gehen wir mal runter. Ich frag mich jetzt, was Kipwe Ikande gleich zu sagen hat. Hier ist alles zu, auf jeden Fall. Ich ärgere mich so, dass ich einen von den Speeren habe entkommen lassen. So ein Mist. So, Kipwe. Nach dem ganzen Herumgeschleiche tragen wir den Kampf. Ist es das? Ist das Kriegs Vermächtnis?
Fähnrich, gib das hier in den Datenkernanalysator ein. Wird gemacht, Sir. Na, Lieutenant, ich sagte doch, er enttäuscht uns nicht. Zugegeben, ich bin beeindruckt. Das ist verdammt viel Geld. Verschlüsselt oder nicht. Die Verlockung muss extrem groß gewesen sein. Du kannst dir nicht vorstellen, wie groß. Ihr wollt dieses elende Ding endlich loswerden. Fragt sich nur, könnt ihr die Verschlüsselung knacken? Hat auf der Vigilance jemand Wetten gegen mich angenommen? Ja, stimmt tatsächlich. Aber bei deiner Kohle kannst du uns das eigentlich nicht vorwerfen, oder? Du hättest dich zur Ruhe setzen können, doch stattdessen hast du die richtige Entscheidung getroffen. Fantastisch. Du kannst dir nicht vorstellen, wie groß das war. Zum Glück hast du dich richtig entschieden. Ich hätte dich ungern mit unseren Schiffen gejagt. Und jetzt zu dringenderen Angelegenheiten. Uns wurde bestätigt, dass die von dir zerstörten Schiffe unsere Verteidigung ausspähen sollten. Leider hat sich eins per Grafsprung gerettet, bevor du gekommen bist. Das bedeutet, Delgado wird die Crimson Fleet nun auf unseren Angriff vorbereiten. Wenn Delgado davon weiß, sind wir taktisch im Nachteil. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Dann treffen wir ihn da, wo es wehtut. Vielleicht sollten wir mit dem Angriff warten, bis wir die Lage neu beurteilen können. Wir haben Kriegs Vermächtnis. Sollen sie einen langsamen Tod sterben? Woher weiß er, dass das Spähschiffe waren? Ich habe die Strategie der Crimson Fleet jahrelang studiert. Dass sie diese kleineren Schiffe opferten, sagt mir alles, was ich wissen muss. Okay, vielleicht sollten wir mit dem Angriff warten, bis wir die Lage neu beurteilen können. Nein, dass Kriegs Vermächtnis jetzt unser ist, hat sie bereits getroffen. Jetzt geben wir ihnen den Rest. Lieutenant, es wird Zeit, unsere Taktik offenzulegen. Jawohl. Die Vigilance verfügt über die modernsten hyperresistenten Schilde. Nur sie kann sich dem Schlüssel ungefährdet nähern. Allerdings weist der Schlüssel 3 orbitale Abwehrbatterien auf, die elektromagnetische Energie abfeuern. Ein Treffer und unsere Schilde sind futsch. Unsere Mission lautet, die Batterien auszuschalten. Ich führe den Angriff auf Batterie Alpha persönlich an. Und ich brauche deine Unterstützung. Leider konnten wir weniger Unterstützung für die Mission gewinnen als erhofft. Wir haben nicht genug Beweise gesammelt. Wir konnten der Mastführung keine weiteren Geschwader abbringen. Sie haben das Gefühl, dass ihr Einsatz schon jetzt zu hoch ist. Wir müssen also alle 3 Batterien selbst ausschalten. Bedauerlich, ja. Aber ich bin überzeugt, wir schaffen das. Sonst wären wir nicht hier. Wir haben dir auch einen Rufnamen gegeben, Renegade, um den Angriff besser koordinieren zu können. Sind die Batterien zerstört, fliegst du zum Schlüssel und nimmst Delgado gefangen. Und wenn er nicht mitkommen will, tust du, was nötig ist. Klingt nach Kamikaze-Einsatz. Ich habe alles besorgt, was du wolltest. An dem Angriff würde ich lieber nicht teilen. Glaubst du wirklich, dass Delgado sich ergibt? Nein, glaube ich nicht. Klingt nach Kamikaze-Einsatz. Ich schicke niemanden auf eine Selbstmordmission. Lieutenant Hoft und ich haben vollstes Vertrauen in dich. Das ist es. Nach Jahren der Vorbereitung kommt jetzt der entscheidende Moment. All meine Hoffnungen und Wünsche sind bei dir. Viel Glück. Ich rede nochmal mit ihr. Wenn du Fragen hast, schieß los. Ich habe Beweise, glaube ich. Dann lass mal sehen. Diese Aufnahme von der Legacy sollte Jasper Kriegs zum Verhängnis werden. Was für eine Geschichte. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass Kriegs auf der Legacy verschollen war. All der Reichtum hat ihm letzten Endes nichts gebracht. Er tut mir fast leid. Das muss ihn in den Wahnsinn getrieben haben. Er hätte die Credits essen können. Also gut. Mach nur weiter so. Wir haben es fast geschafft. Sei vorsichtig. Jeder Soldat hier ist bereit, den Kampf zur Flieh zu tragen. So, wir müssen jetzt los, ne? Ich kann die Sachen jetzt aber... Ich muss die jetzt irgendwie verstauen, ne? Hier herrscht auf jeden Fall Ausnahmezustand. So, und dann freue ich mich endlich mal irgendwo wieder vernünftig landen zu können, statt nur in irgendwelchen Docking Stations zu sein. Endlich mal wieder irgendwo fußläufig unterwegs sein. Ich will jetzt aber erst mal gucken, was ich jetzt verstauen kann. Hier. Transfer. Waffen. Big Bang will ich mal beibehalten, aber das kann weg. Das
gibt es... Ich mache erstmal einfach alles weg. Der sieht cool aus. Aber den... Den haben wir, glaube ich, ja. Alter, wie viel haben wir an Waffen? Magpuls? Warte mal. Waffen, den Dings. Wo haben wir den jetzt hingetan? Nee, den behalte ich doch mal bei. So, Konzern, Management, mächtig, Anzug sind die Gaspunkte. Dualware. Achso. Hier wollte ich. Der kann weg. Der kann weg. Der kann weg. Der kann weg. Und dann die können auch alle weg. So, Kleidung. Weg. Kopfbedeckung, Captain. Weg. Weg. Uniform, Captain. Ne, ich behalte nur die Dingens. So, werfbare Items behalten wir mal. Hier Ressourcen. Alles erstmal einlagern. Doch, sonstiges. So, Freestart, warum haben wir den Mist? So, werfbare Items müssten wir. Die Mine weg. Die behalten wir. Mine weg. Behalten wir. Das kann weg. So, ich würde mal die hier mal aufbewahren, also mitnehmen. So, dann haben wir jetzt erstmal wieder genug Platz. Und auf in den Kampf. Ja, die Mütze gefällt mir gerade, wirklich. So, abdocken. Schiff ist wieder frei. So. Auf nach Krix. So. So. Ich muss aber auch schauen, dass ich mein Schiff mal vielleicht anstatt alles niederzureißen. So. Das Ding müssen wir jetzt kaputt machen. So, die Batterie muss weg. Ah, okay, warte, erstmal die alle weg. So, warte. Jetzt. Los geht's. Ey, unser Dings, unser Schiff ist eigentlich schon ordentlich stark, finde ich. So, nochmal schnell ein bisschen dahin. Waffen im Arsch. Gott verdammt. Gegnerische Raketen erfasst. Nice. Da, wieder Loot. So, wo ist der nächste? Da. Alter, ich feier das gerade. Fliegen, zerstöre 30 Schiffe. Alle Schiffe zu
Okay, noch ein Schiff ist kaputt hier, aber von den Verbündeten. Diese Sister of Longsword. Mal gucken, ob ich da noch was retten kann von. Schiffsteile immerhin. Abwehr, Dings. Abwehrbatterie Beta. Ach so, einen habe ich jetzt kaputt gemacht. Auf zum nächsten. So, nice. So, ich mache jetzt erstmal alle hier kaputt. So, hier sind nochmal zwei. So. Ah, da sind noch welche gekommen, okay. Was? Alter, was? Schnell! Ja! Level 28! Komm. Kann ich nochmal reparieren jetzt eben? Ja. Okay, den auch noch erledigt. So, und davon ist der letzte. Ziel hat keinen Gravantrieb mehr. Nice. Okay. Loot. Erstmal den. Ja, erstmal den Loot sammeln. Und warte mal. Wir haben wieder einen Skillpunkt. So. Der hier. Ah, ne, 30 Schiff zerstören. Dann können wir den hier machen. Okay, schade. Aber, warte, den sparen wir jetzt mal auf. So sind wir jetzt so langsam. Brauchen besten Reaktor. So. Komm, 500 Meter. Nice. Ui. Doch so viele. 5000. 3000. 3000. Also fast 4000. 4000. Der ist am weitesten. Ah, komm, wir schnappen uns den da. Oder warte. Wie nah ist der? Okay, der hier ist näher. Dann schnappen wir uns erst den, dann den da rechts. Und dann gucken wir uns die anderen nochmal an. Der ist am weitesten, da hinten. So, nochmal Schiffsteile. So, den kriegen wir jetzt. Nach und nach wird alles repariert hier. Okay, immerhin. So. Der 6000. Der hier ist dann der nächste. Und was ist das? Okay, der wäre danach. Okay, dann zuerst den. Komm schon.
Ja, nice, wieder Schiffsteile, perfekt. Dann einmal hier. Okay, das wird schwierig. Was heißt hier eigentlich 55 als Tempo? Und welche Einheiten sind, also welche Einheit zählt das, frage ich mich die ganze Zeit. Meilen oder? Obwohl, ne, da steht, hier steht ja auch überall Meilen. So, das ist das letzte jetzt. An Mineralvorkommen. Den müssen wir auch noch mitnehmen. Komm, 3000 Meilen. Komm schon. Also wenn ich ehrlich bin, würde Meilen tatsächlich hier Sinn machen statt Meter. Denn wenn das Meter wären, ja, ich glaube, dann würde sich das Raumschiff gar nicht fortbewegen, vom Gefühl her. So, Wasser. Okay, das war nur Wasser. Aber egal, wollten wir einsammeln. So, und jetzt dahin. Ui, jetzt ruckelt's aber. Was? Alter, was geht denn hier ab? Konzentration, Renegade. Du kriegst das hin. So, was? Wieso ruckelt's? So, ich will das da. Das muss zuerst kaputt. Batterie Gamma. Mit allem drauf. Komm. Bevor der uns killt. Sprungantrieb aufleiten. Komm, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja. Okay, wir haben es geschafft. So, Gamma ist erledigt, ist immerhin. So. Komm, der nächste. Alter, mein Schild ist offline. Nee, warte, so. So, warte, wo ist denn der nächste? Da. Okay. Yo, nice. Müssen jetzt alle erledigt sein. Jo, machen wir gleich. Einen Moment. So, schließt sich der Schlacht am Schlüssel ab. Erstmal hier wieder looten. Und alles muss auch wieder hier repariert werden. So, ich frage mich jetzt, wie viele Schiffe wir gleich kaputt gemacht kriegen. Ah, nice, wieder Schiffsteile. Wow, hier das ruckelt viel. Die Frames machen da gar nicht mit. Vom Spiel. Mich seht ihr mich noch fließend bewegen, sehe ich gerade. Aber das Spiel halt nicht. Das
Es liegt aber auch an diesem Nebel oder Rauch oder was auch immer das sein soll. Ich glaube wirklich, das liegt an dem Rauch. So, ab jetzt ist es wieder flüssig. Wenn man im Rauch ist, dann hat man das Problem. Ah, genau. Ah, komm, 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 komm. Beweg dich, ohne zu viel zu bewegen. Welchen nehmen wir jetzt? Den da? Ja, komm. Schnell aus dem Rauch wieder raus. Das wird noch ein bisschen weiter so ruckeln. Oh, die Nase juckt. Kennt ihr das, wenn die Nase nicht aufhören will zu jucken? Komm, das müssen wir jetzt auch schaffen, oder? Also die FPS sind momentan richtig am Arsch. Obwohl, jetzt geht's langsam wieder. So, und jetzt das letzte Päckchen. So, komm, das ist doch gleich hier vorne, komm. Ah, auch 5000 Meter. Ah, toll. Warum habe ich nicht den zuerst genommen? Ich bin aber auch schlau. Komm, anderthalb Kilometer, anderthalb Meilen, anderthalb tausend Meilen. Boah, diese Maßeinheit, Meilen. Nice. Dann drehe ich mich mal so, dass nicht mehr ruckelt. Dann haben wir das endlich hinter uns mit dem Mist. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir mal weiter und erledigen dann die Crimson Fleet. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das die gute Entscheidung war. Die richtige. Also die gute Entscheidung definitiv, aber die richtige für uns. Weiß ich nicht. Aber wir werden das sehen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.